Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir haben gerade den Feral Lord, das Biest von ihm erledigt und ja, sind jetzt hier im muss ich mal kurz schauen. Causeway heißt das Wort, Causeway. Genau. Auf Deutsch natürlich Causeway. Wei. Kausewei. Eine Weihe ist übrigens ein Früchtekuchen sozusagen in der Schweiz. Local, need your aid. Ja. Macht für uns ein bisschen mehr Sinn, weil es eigentlich gar nicht so richtig kuchenartig ist. Ist ja eigentlich nur Teigblätter, nicht Blätterteig, aber ja, Kuchenteig und dann Früchte drauf. Also für mich ist Kuchen eigentlich immer Biskuit und ja, noch andere Sachen, die in einen Kuchen gehören. Und die existieren dort einfach gar nicht. Und Biskuit, ich mag es überhaupt nicht. Das ist eigentlich, wie man das jetzt sagt in Deutschland. Wahrscheinlich auch Biskuits. Jo. So, dann haben wir das schon. Das war ein kurzes Gebiet. Sonst irrt man manchmal schon recht durch dieses Gebiet, weil überall Sackgassen sind. Sehr schön. Es ist wirklich ein toller Bild. Also, ich habe schon mal ein Ballet in Toten gemacht, aber da fehlen mir auch wirklich die Items. Das war noch vor dem richtigen Nerf von Balleiten. Da waren einfach die Projektile zu langsam noch. Aber es war, weil die Projektile zu langsam waren, sind über Bossen und so immer die Projektile gewesen und haben so mega viel Schaden gemacht. Jetzt eben sind die Projekte viel schneller, aber dafür ist auch der Killspeed viel schneller. Meine, genug Schaden mache ich ja mittlerweile. Ah ja, Culling Strike müssen wir auch noch einbeziehen später. Jetzt momentan brauchen wir es noch nicht. Okay. Necromancers. Sind die auch? Krass, wie stark. Habt ihr gesehen, die Skelette sind einfach ohne irgendwer das zu sehen umgekippt. Also wahrscheinlich sind manchmal die paar Lightnings unsichtbar. Oder es ist einfach der Lightning Golem gewesen. Also genau habe ich das jetzt nicht gecheckt, wieso die alle umgefallen sind. Kann schon sein, dass es der Server ist, der die ein bisschen unsichtbar macht, nicht rendert. Aber eigentlich ist es ja schon so optisch richtig flüssig. Aber sie sind immer eigentlich ein bisschen zu schwach. Wahrscheinlich fehlt immer viel CPU. Also ich möchte gerne die Minions wieder töten können. Ich würde am liebsten durchrushen, aber ich will es, also. Ich will einfach alles mitnehmen. Ja, Schrott. Remember to live.
So, aber auch nicht vergessen, noch das andere Gebiet zu machen, sonst kommen wir nicht rein. Aber wir gehen zum Waypoint, versuchen gar nicht reinzukommen, hoffentlich. Und gehen dann natürlich nochmals ins Street Ticket. Also nochmals. Eigentlich das erste Mal in diesem Akt. Soweit habe ich noch nie gespielt. In diesem Scourge-Liga. So, wir nehmen das. So nervig, ey. Ja, das Amulett, das macht natürlich auch noch ein bisschen Projektilspeed. 30% sogar. Deshalb ist jetzt vor allem da die Flugding natürlich größer. Okay, da haben wir auch noch eine Belohnung. Genau, nochmals ein Zielbuch. Und jetzt haben wir die große Not hier um. Earth of Thunder. Wow. So. Also einen roten Gegner noch holen. Wahlgebiet schon wieder, ey. In jedem Gebiet ist ein Wahlgebiet. So, aber wir haben es gefunden. Das Waypoint. Jetzt müssen wir nur noch zum roten Gegner gehen und irgendwo noch die Dinger finden. Die Necromancer. Ja. Als nächstes müssen wir... Ich muss kurz aufmachen, damit es das nicht so vorstellen. Ja, ich sollte so langsam auch noch... Gehen wir unten durch hier. Und bis hier in Lightning Walker, also hier entlang, ist Lightning Walker. Sehr gut. Sehr wichtig. Okay, hier geht's nicht durch. Wir könnten hier oben durch irgendwo. Crimson Juwel. Ah, hier sind nochmals Necromancers. Also sind eine, okay. Noch nicht alle. Da ist noch ein gelber. Schon ein Riesengebiet. Dickst. Ich weiß nicht, ob es noch ein größeres Gebiet gibt. Ja, diese Blumen, diese Blossom, können schon sehr viel Schaden machen. Also ein bisschen mehr ausweichen. Sehr gut. Ja. Dann, wo sind noch Necromancer? An exhilarating hunt exile. Heftigster Schaden. Ist ja Wahnsinn. So langsam wird der Bild auch wirklich, was eigentlich braucht, ein Bosskiller.
Schwäche wird zu einer Stärke vielleicht. Ja, der User, der Spieler, der hat natürlich schon sehr viel auf Damage gedrückt. Also, wie kann man so Items haben, die mega defensiv sind und offensiv? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ja, so ungefähr 30 in Lightning Damage auf einem Ring, also auf beiden Ringen. Dann noch mega viel Leben, noch mega viele Resistenzen. Geht das? Das müssen da wirklich sehr, sehr seltene Items sein. Ich hoffe einfach, das wird für uns auch machbar irgendwann mal. So, weiß nicht, Sirius und so Gebieten. Okay, ist leider auch nicht. Diese Properties, die dauern einfach zu lange. Ja, irgendwo, wo wir noch nicht waren. Jetzt muss ich ja wissen, wie man die Map-Nummers aufmacht. Ja, mit V. Könnt ihr mal da ein bisschen unsichtbar machen. So, ist in einer Ecke irgendwo. Also hier schon mal nicht. Oder vielleicht beim Waypoint oben. Ja. Dann gehen wir zuerst mal zum Waypoint. Zuerst mal hier vielleicht. Ja, dann lieber zuerst zu Rundtisch. Nochmal eins zu Rundtisch. Ja, hier. Sehr gut. Jetzt sind es alle. Wunderbar. Also, Platz haben wir auch noch genügend. Hier müssen wir hin. Nochmal, also, ja. In die Höhle einfach gehen. Hallo Höhle, wo sind denn Sie? Also hier schon mal nicht. Ja, das Dickicht, ja. Ist ja im Real Life meistens keine Höhle, aber hier ist es eine Höhle. Oder kann man das auch eine Höhle nennen, wenn es sehr viele Gebüsche oben drüber gibt? Eigentlich ja nicht. Das wäre etwas Pflanzliches. Ah, da. Ball ab, sehr gut. Und die Höhle ist auch zu sehen. So. Also ab jetzt sind wir weiter, glaube ich. Also Soul Rest. Necromancer. Habe ich Arakai nicht auch besiegt? Keine Ahnung mehr. Ja, doch, der ist noch ein bisschen weit, glaube ich. So gut kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Ist ja auch schon irgendwie so, weiß nicht. Eine Woche oder zwei Wochen her. So, ja, ich habe momentan auch sehr viel zum dran erinnern. Sehr viele Termine zum Beispiel und einfach, weil ich natürlich nicht vergessen darf, irgendwie Sachen meinem Vater zu geben, da er nicht mehr so richtig selbstständig alles machen kann. Also, oder ein paar Sachen hat, die einfach andere Leute machen müssen.
Ja, und deshalb ich darf manchmal nicht gerade so am etwas richtig im Kopf behalten. So kurzweilige Sachen, kurz Zeitgedächtnis. So. Also Grootkool müssen wir noch besiegen. Da müssen wir noch mal sehen. Boah, das Dickicht ist so nervig überhaupt, diese Sackgassengänge. Genau, ist der Boss. Der dolle Chaos-Golem. Ich habe übrigens gesehen in, ich weiß nicht, ob es Item-Kabarett ist, glaube ich schon. Man kann den Charakter mega winzig machen. Also der ist dann nicht größer als zum Beispiel diese Truhe. Und man kann ihn auch sehr groß machen. Und dafür braucht man Items, die man nur bekommt, wenn man so 600, 700 € ausgibt für ein Liga-Unterstützer-Paket. Und ja, das ist natürlich für mich too much. Den ganzen armer Schlucker stell dich mal vor. Ich konnte mir nur einer der besten PCs kaufen. Ja, und das ist jetzt wirklich für längere Zeit eigentlich das Einzige. Das Mikrofon war ja auch noch 432 € teuer. Und jetzt noch die Webcam. Ja, die Webcam muss noch ein bisschen warten, bis ich die neue Wohnung habe. Und dann geht's natürlich easy. So. Wachku. I am no beast of burden. Thus I release you from motherhood's rage. Was heißt das? Okay, ist das ein Name? Keine Ahnung. Grothkull, go to your children and despair no longer. Haben wir alles? Ja. Sehr gut. Uff. Der mir ist wieder kratzig. Der gibt uns immer ein Buch. Sie können nicht sofort einfach erfahren. Der brauche ich dazu. Also Chaosresistenz auf 50 zu bringen ist sehr schwer. Weil nach der Kampagne hat man minus 60. Also braucht man 110 Punkte. Oh, wie kommt man das über? Das ist der heftigste. Schon wieder ein Orb of Scrolling. So, Dele. Also das Keybuch bitte noch mitnehmen. So, und hier noch Poppy. Necromancer schon wieder. Ah, schon das vierte oder fünfte Mal mit diesem Charakter. Und jetzt tut er wahrscheinlich Broken. Nein, also jetzt will ich die nicht mehr besiegen. Jetzt könnt ihr es vergessen. In dieser Map tun die immer Broken scheinbar. Ah, vielleicht. Naja, sie droppen auch nicht viel. Also, es ist was sie, wahrscheinlich die Puppe, die erfüllt, sozusagen. Einfach, dass sie geprockt ist und besiegen muss man sie ja nicht zwingen. Ach, der.
Toten-Playstyle ist einfach so geil. Ich mag einfach Totems extremst. Weil sie machen uns die Arbeit. Ich muss jetzt nicht so mega die Maus steuern, weil sie ja zu sensibel ist. Ist wirklich sehr praktisch. Also wenn ihr wirklich entspannt Pass of Exile spielen wollt, spielt Totem-Build. Also eigentlich diesen Build, den ich mache, ist eigentlich wirklich anfängerfreundlich. Eben der Schaden geht genügend noch für Bosse. Das dauert nur ein bisschen länger. Aber das wird ja revidiert. Also es gehen Bosse auch schnell, müsst ihr sehen, bei Alkali. Wie das sehr schnell gehen. Diese Boss machen ein bisschen zu viel Schaden mit dem Spectral Weapon Skill. Aber ich habe gut ausgewichen. Wäre fast noch reingelaufen. Ein bisschen langsam geflogen sind, aber gut. Ich wollte ja nur ausweichen und ich bin reingewichen. Und eben auch, dann sterbt ihr nicht natürlich. Ihr müsst einfach einen Heiltrank mindestens saufen. So. Einer der schönsten Gebiete. Also optisch, also farblich sehr hässlich. Aber so vom Skin und so sehr schön. Aber hier ist schon so ein graues Spinnnetzgebiet. Bereisen. Ja, einfach abkürzen überall. Das sollte jetzt eigentlich oben rechts sein. Der weitere Weg nach unten. So, also, ja. Wir müssen einfach nach der Spinne dann natürlich wieder einen Schnitt machen. Also. Nächster Part. So. Viel zu viele Gegner. Da müsst ihr einfach die Toten so ein bisschen nebeneinander platzieren. Ständig. Hilft mehr, als wenn ihr nur die Toten dann irgendwie auf der anderen Seite der Gegner spawnt. Ah. Da komme ich nicht rüber, doch jetzt. Sehr schön. Den könnte man eigentlich übersehen. Es kann sein, dass ihr dort einfach gar nicht vorbeikommt. So. Okay. Wie viel Leben haben wir? 1992. Also ich finde irgendwie, ich habe mehr Leben als sonst eigentlich normal. Schon gut, sehr gut. Weil Totem-Beats brauchen jetzt auch nicht unbedingt so mega viel Leben. Also es gibt Nahkampf-Builds, die sind so mit Level 90 mit weniger Leben behaftet. Ja, viele spielen halt einfach nicht so auf Leben. Man muss auf rare Items und so einfach Leben haben. Sehr wichtig. Das habe ich halt jetzt noch nicht. Dafür ein Leben anderswo bekommen.
Welches Item hat viel Leben? Tja, ihr seht's. Kein Item. Also wir haben wahrscheinlich schon 5.000-6.000 Leben dann im Endgame. Also ich habe gesagt, er geht kurz und der Bosskampf ging wirklich relativ kurz. Also relativ schon sehr kurz. Sehr gut, also dann geht's im nächsten Part weiter. Ja, sehr unbedingt hier Chaos, Reduktion, Damage over Time, Reduktion, später noch Chaos, wenn ihr den einen Helfer noch besiegt in den Maps, bekommt ihr noch ein bisschen Chaos, Reduktion. So, Dankeschön und dann bis nächsten Part. Tschüss!